Und damit herzlich willkommen, liebe Minecraft-Freunde. Wir spielen Minecraft auf der PlayStation 4. Wir starten ein neues Let's Play, also mein erstes Let's Play mit Minecraft. Und warum? Warum mache ich ein Let's Play oder warum mache ich das, was Millionen andere gefühlt schon vor mir gemacht haben? Was mich dazu veranlasst hat, war ganz ehrlich das neue Update. Es gibt wohl viele, viele Neuigkeiten, die wir bisher in der reinen PS4-Version bei Minecraft noch nicht kannten. Seit dem neuen Update TU31 gibt es so einiges, was den einen oder anderen vielleicht nochmal dazu bewegen könnte, das Spiel nochmal anzuschmeißen, auch wenn er es schon lange nicht mehr angerührt hat. Und ich möchte kurz auf das Update eingehen. Und hier unter Hilfe und Optionen können wir hier bei den Neuigkeiten einsehen. Es ist ein bisschen schlecht zu lesen. Aber ich lese es gern vor und möchte, wie gesagt, auch darauf eingehen, denn da sind so ein paar neue interessante Sachen dabei und ja, wie gesagt, da möchte ich einfach mal schauen, ob das Spiel nochmal ja, Spiel oder lohnenswerter geworden ist. Wir haben zum einen neue Biome hinzugefügt bekommen, zu einem den Tafelberg, die Riesentiger, den dichten Wald, den Birkenwald, den Blumenwald, eine Savanne, Tiefsee und noch vieles mehr. Da bin ich echt gespannt, was da auf uns zukommt. Außerdem gibt es Veränderungen beim Erstellen der Welt, inklusive Ozeanmonumente, neue Blöcke sind hinzugefügt worden, das Packeis, Pozol, Diorit, Granit, Andesit, grobe Erde, roter Sand, roter Sandstein, Prismarin, Prismarinziegel, dunkler Prismarin, Seelaterne, nasser Schwamm, juhu, wir können SpongeBob bauen und es gibt Schleimblöcke und viele neue Blumen. Das sind alles Sachen, ich glaube, das gab es auf der PC-Version schon viel, viel länger. Ich bin aber, ganz ehrlich gesagt, ich zocke gar nicht großartig PC oder habe Minecraft zumindest noch nie auf dem PC gezockt, sondern wirklich nur auf der PS4. Von dem her für mich eine Weltneuheit. Es gibt außerdem Endermilben, Wächter und große Wächter. Kaninchen sind neu dazugekommen. Rohes Kaninchenfleisch, Kaninchenragout, Kaninchenfell, Hasenpfote etc. pp. So, außerdem gibt es auch neue Gegenstände, die da wären. Prismarinkristalle, Prismarinscherben, rohes Hammelfleisch und gebratenes Hammelfleisch. Kugelfisch, Lachs, Clownfisch können jetzt beim Fischen gefangen werden. Das heißt, früher, wenn wir geangelt haben, haben wir höchstens einen Fisch bekommen. Da war Fisch einfach Fisch, fertig, pipapup. Jetzt haben wir verschiedene Fischsorten. Wir können einen Kugelfisch, einen Lachs und einen Clownfisch fischen, angeln, fischen, fischen, angeln. Und Dorfbewohner haben jetzt mehr Berufe und handeln mit anderen Gegenständen. Das war früher auch so, dass man dann pro Dorfbüro nur maximal ein oder glaube ich zwei Gegenstände hatte, mit denen man handeln konnte. Das scheint jetzt wohl anders zu sein. Und was ganz, ganz Tolles, eine Veränderung beim Vorgang des Verzauberns, die Möglichkeit dazu, mit Lapislazuli zu bezahlen. Früher mussten wir zwangshaft mit unseren XP, also mit unseren Erfahrungspunkten bezahlen. Das ist jetzt anders, haben sie abgeändert, das heißt, wir können jetzt wohl mit Lapislazuli bezahlen. Jetzt macht das Zeug nämlich endlich auch Sinn, weil ansonsten hat man es ja für kaum was gebraucht. Und der Rüstungsständer ist neu hinzugefügt worden, sowie der Trank der Sprungkraft. So, und dann sind wir auch schon mit den Neuigkeiten durch. Wie gesagt, das alles hat mich im Endeffekt dazu verleitet, hier nochmal ein Let's Play zu starten. Ich bin echt gespannt, was uns da Neues erwartet und wie das aussieht, wie sich die ganzen Neuheiten verwenden lassen, einbauen lassen ins Spiel. Ja, und man muss natürlich dazu sagen, Minecraft ist ein absolut zeitloses Spiel. Es wird nicht langweilig. Man kann es bestimmt in 5 Jahren, in 10 Jahren noch spielen, bin ich 100% überzeugt von. Und ich lehne mich mal ganz, ganz weit aus dem Fenster und sage, so ziemlich das geilste Spiel, was seit Jahren rausgekommen ist und produziert wurde. Großes, großes Lob an die Produzenten von dem Spiel. So, und wir starten hier mit einer neuen Welt. Ganz random, völlig egal. Wir lassen die Schwierigkeit auf leicht, damit wir noch ein paar Mobs haben und so weiter. Und erstellen die neue Welt. Und dann sehen wir gleich mal zu, wo wir landen und wie wir direkt reinstarten in unseren ersten Tag, bevor die erste Nacht anbricht. Der bekannte allererste Tag in Minecraft. Alle kennen es, also jeder weiß, wie Minecraft funktioniert, gar keine Frage. Und für die, die es nicht wissen, die dürfen jetzt gespannt sein, wie das Spiel hier abgehen kann und wie man dieses Spiel im Prinzip bewältigen muss. Wir fangen hier nämlich an, der Server lädt sich gerade noch. So, wir sind gelandet, gestrandet, hier so mitten im, ja, was ist denn das, eine kleine Höhle hier. Können wir raushüpfen und dann sehen wir, okay, wir sind direkt im Wald. Um uns herum ein bisschen Gebirge, wenn ich das richtig sehe. Ich springe hier einfach mal hoch. Dann sehen wir hier noch mehr Wald. Das sind Birkenbäume hier. Die können wir uns nachher ein paar Baumstämme abhacken
um das Holz dann weiter zu verarbeiten. Ich springe hier einfach ein bisschen in der Gegend umher und schau mal zu, was es hier so Schönes gibt. Also wir sind ja wirklich umgeben von Bäumen und von Wald. Das könnte hier schon zum Beispiel seit dem Update der neue Birkenwald sein, denn ich sehe hier absolut nur Birkenbäume. Das wird wahrscheinlich so ein Birkenwald sein. Das war davor oder vor dem Update noch nicht so weit verbreitet. So, und jetzt sind wir hier am Wasser. Da hinten geht's weiter mit Bäumen. Und da hinten auch. Also Bäume, so weit das Auge reicht. Und ja, was haben wir da? Da hinten haben wir noch ein bisschen Gebirge. Da haben wir Gebirge. Und wir müssen uns in Minecraft, also Minecraft ist ja so konzipiert, du startest und hast nichts. Also definitiv nichts. Du hast eine leere Hand, dein Inventar ist leer. Und du musst dir im Prinzip alles selbst zusammencraften. Und damit müssen wir im Prinzip starten. So, das allererste, was man in Minecraft macht, ist, man besorgt sich mal eine Ladung Holz, indem man hier mit der Hand einfach Kung-Fu-mäßig diesen Baumstamm hier abhackt. Weil das ja etwas ist, was jeder von uns kann. Ist ja, da braucht man kein Werkzeug zu. Baumstämme lassen sich ganz einfach mit der Hand abhacken. Das könnt ihr ruhig mal probieren. Lauft mal in den Wald rein und fangt an, auf so einem Baumstamm drauf rumzuhacken. Der bricht dann irgendwann auseinander und ploppt dann in so ein Quadrat. Nee, Spaß beiseite. Also wir brauchen hier ein bisschen Holz. Also Holz ist im Prinzip das essentielle Baumaterial hier in Minecraft. Ohne Holz, eigentlich heißt ohne Moos nichts los, aber in dem Fall ohne Holz nichts los. So, acht Blöcke haben wir schon mal. Das ist Eichenholz. Das ist jedem bekannt, der Minecraft schon mal gespielt hat. So Standardholz. Davon holen wir uns noch ein bisschen mehr. Und dann müssen wir zusehen, dass wir uns irgendwo einen kleinen Unterschlupf bauen. Unterschlupf, weil, wenn die Nacht anbricht, wird es gruselig. Kommen ein paar Zombies raus, die uns an die Wäsche wollen. Beziehungsweise an den Kragen. Ich glaube nicht, dass sie in irgendeiner Weise irgendwelche sexuellen Hintergedanken haben. Aber ja, an den Kragen wollen sie uns definitiv. Und um dem ein bisschen entgegenzuwirken. Ui, was ist denn hier passiert? Also hier liegt Fleisch rum und Wolle. Hier hat wohl schon ein Wolf. Ah, da ist er doch. Da ist der Wolf. Und Wölfe haben so die Eigenschaft bei Minecraft, die mögen keine Schafe und zerfetzen die quasi in der Luft. Und die Schafe droppen dann wohl jetzt neuerdings Fleisch und Wolle. Wir haben hier also rohes Hammelfleisch, wahrscheinlich von den Schafen, und die entsprechende Wolle dazu. Das ist klasse, die brauchen wir nämlich sowieso. Ja, 16 Blöcke Holz haben wir. Damit können wir uns dann eine entsprechende Crafting-Box erstellen, so eine Werkbank, durch die wir dann im Prinzip alles machen können, was in Minecraft im Prinzip craftbar ist. So, und das hier ist auch eine neue Blume, die habe ich so auch noch nicht gesehen. Was ist denn das? Ein Rosenstrauch, okay. Ein bisschen, also deutlich höher als die normalen Blumen. Die normalen Blumen sahen immer so aus, hier wie die hier. Kleine Gänseblümchen. Nehmen wir mal zwei Stück mit. Löwenzahn. So, ja, jetzt wird es natürlich Zeit, einen Unterschlupf zu suchen. Es ist immer, ja, hier nochmal ein bisschen Wolle, nochmal ein bisschen Fleisch. Das ist ideal, also ideale Vorgabewerte hier. Wir sammeln hier einfach nur ein und müssen uns... Ah, das ist ja klasse, das ist ja ein Paradies. Absolutes Paradies. Hier ist schon eine Kuh, die macht Mu. Ja, und wir müssen zusehen, dass wir irgendwo ein Plätzchen finden, wo wir uns niederlassen können. Da schwimmt ein Tintenfisch. Ja, die Frage ist wirklich, wo lassen wir uns nieder? Wo bauen wir unseren Unterstand? Das hier ist auch eine neue Pflanze. Nehme ich auch mal zwei Stück mit. Habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist Flieder. Aha. Gut. Wir werden schlauer. Also ich würde mich eigentlich, gern gesagt, in so einen Berg reinbauen. Das ist immer gut, weil man dann einfach rundum geschützt ist. Zum Beispiel hier oben, wenn ich das richtig sehe. Ja, da haben wir Wasser einmal drumherum. Das ist nicht so prickelnd. Unser Spawnpunkt war irgendwo da hinten. Normalerweise sollte man, ja, oder ich, meine Angewohnheit, ich bleibe nie weit weg vom Spawnpunkt. Baue immer in der Nähe. Und hier sind wir schon in einem ganz anderen Wald. Man sieht schon, die Bäume sind deutlich dunkler. So, bald wird es dunkel und wir haben immer noch keine Hütte. Also ich sollte mich mal sputen. Aber irgendwo... Ah, das sieht doch gut aus. Hier, schaut mal. Hier oben haben wir sogar eine Besonderheit. Da oben haben wir schon Kohle. Kohle brauchen wir, um uns Fackeln zu erstellen. Und das Erste, was ich hier mache, mit dem Holz, was wir uns hier abgehackt haben, aus diesem Eichenholz, können wir hier, wie man hier sieht, Eichenholzbretter machen. Ein Block ergibt vier Bretter. Dann mache ich mir mal eine Ladung voll.
So, und zwar 64 Stück, das ist genau ein Stack. Und aus diesen Holzbrettern kann ich mir hier im Crafting-Menü eine Werkbank machen. Mit dieser Werkbank stehen uns dann im Prinzip alle Möglichkeiten offen. Mit dieser Werkbank können wir im Prinzip alles herstellen, was es in Minecraft herzustellen gibt. Ja, und dann fangen wir direkt an. Da wir Holz haben, machen wir uns mal so die Erstausrüstung. Wir brauchen Stöcke, um uns nämlich hier Werkzeug zu machen. Eine Holzspitzhacke, eine Holzschaufel. Eine Axt brauche ich erstmal noch nicht. Die mache ich mir dann aus Stein. Denn wir können nachher anstatt so einer billigen Holzschaufel und billige Holzspitzhacke, machen wir uns welche aus Stein, später aus Eisen, aus Diamant, aus Gold. Und dann wird das Ding natürlich entsprechend robuster. So, jetzt habe ich die Schaufel immer noch nicht runtergeholt. So, die wollte ich. Dann machen wir nämlich Folgendes. Wir gehen hierher und fangen direkt an, uns hier reinzugraben. Ich schaue mal nur kurz. Ja, das ist doch okay. Dann machen wir so einen Doppeleingang. So quasi. Das sieht aus wie Kies. So, ich hole mir mal schnell oben noch die Kohle ab. Die Kohle brauchen wir nachher sowohl zum Befeuern von einem Ofen, als auch um uns Fackeln zu machen. Das ist ganz wichtig. Sonst stehen wir nachher im Dunkeln, wenn die Nacht einbricht. So, und drunter versteckt sich zum Glück noch etwas mehr Kohle, als wir eigentlich erst gesehen hatten. Das ist immer gut. Mal sehen, wie viel wir rauskriegen. Wir sind schon bei 8 Kohleblöcken, beziehungsweise Kohlestückchen. So, und das war's. 10 Stück haben wir rausbekommen. Das ist erstmal ausreichend. So für den Anfang reicht das. So, ich baue mich hier noch weiter rein. Das muss auch nichts Großes sein, das wird auch nicht unser Hauptdomizil werden, sondern wirklich einfach nur. Oh, was ist denn das? Einfach nur für die erste Nacht, ne? So ganz, ganz klassisch. Ich mache hier oben noch eine Decke drüber. So quasi. Und dann können wir uns nämlich hier schon mal zwei Türen reinknallen. Aus Eichenholz, klar, denn wir haben Eichenholz gecraftet. Somit können wir dann entsprechend auch Eichenholztüren herstellen. So sieht das Ganze dann aus. So hören die sich an, wenn man sie öffnet. Und ich glaube, seit dem neuen Update machen die keine Geräusche mehr, wenn man sie schließt. Das heißt, früher hatten wir jedes Mal ein Geräusch, sowohl beim Auf- als auch beim Zumachen. Jetzt nicht mehr. Jetzt gibt es nur noch beim Aufmachen Geräusch, beim Zumachen nicht mehr. Jetzt interessiert mich aber doch, was das hier ist. Ich glaube, das ist gar kein Kies. Das sieht irgendwie anders aus. Ich verfrachte das Zeug hier mal nach oben. Dann schauen wir mal. So, was spricht das Spiel? Diorit. Okay, das ist also schon was Neues, was ich bisher noch nicht kannte. Hier haben wir Diorit gefunden und das Rote ist dann was genau? Granit. Also wir haben hier Granit und Diorit gefunden. Das ist ja cool. Erstmal nice. Weiß noch nicht, wie und ja, wie überhaupt man das nachher einsetzen wird, aber irgendwie werden wir schon Verwendung für finden, hätte ich gesagt. So, was wir jetzt noch machen können, wir könnten hier uns natürlich noch ein bisschen in die Breite bauen, damit es nicht zu beengt ist, auch wenn es nur der erste Unterschlupf ist. So, man sieht schon, es wird schon leicht dunkel draußen. Die Sonne geht unter. Und ja, wir brauchen auf jeden Fall mal ein bisschen Licht, Fackeln. Und die erstellen wir mit Stöcken, die wir ja schon haben. Also wir haben schon ein paar Stöcke gecraftet. Und aus Kohle machen wir uns hier ein bisschen Fackeln. So, das reicht erstmal. Und ich möchte, was möchte ich noch gern mit reinnehmen? Ein Ofen, damit wir uns das rohe Fleisch, was wir vorhin gefangen haben, dieses Hammelfleisch, damit wir das hier im Ofen braten können. Denn somit haben wir mehr Lebenspunkte, die dadurch regeneriert werden. Wenn man rohes Fleisch isst, regeneriert sich die Gesundheit nicht so schnell.
So, genau. Okay, jetzt ist nur die Frage natürlich, wo wir das Ding hinstellen. Ist aber für den Anfang eigentlich wurscht. Wir stellen das Ding jetzt einfach hier hin. Geben als quasi als Brennmittel Kohle unten rein und oben unser rohes Fleisch. Und dann sehen wir, da fängt das Ding schon an zu kochen. Und hier kommt dann entsprechend das gebratenes oder gekochtes Fleisch raus und kein rohes Fleisch mehr. Gebratenes Hammelfleisch. Und wir sehen, unsere Hungeranzeige ist auch schon fast am Ende. Deswegen futter ich hier direkt ein bisschen. Und die Anzeige füllt sich wieder. So, ich esse noch ein Stückchen. Dann dürfte die Hungeranzeige wieder voll sein. Und wenn der Ofen nachher ausgeht, wird es hier drin wieder dunkel. Deshalb Fackel da, Fackel da. Das reicht erstmal. Und dann können wir jetzt hier nämlich in aller Seelenruhe weiter nach innen bauen und schauen mal, auf was wir sonst noch treffen. Ja, wie ich gesagt habe, also okay, jetzt ist die Schaufel kaputt. Nicht die Schaufel, sondern die Spitzhacke. Ich habe jetzt die Werkbank draußen stehen lassen. Soll ich es riskieren, rauszugehen? Soll ich nicht? Ja, ich gehe mit der Schaufel bewaffnet, wage ich mich nach draußen und versuche mal hier die Werkbank abzubauen, wenn es funktioniert. So sparen wir nämlich Holz. So, die nehmen wir jetzt mit rein. Wir verpissen uns ganz schnell wieder hier in den Unterschlupf. Hier nehme ich noch kein Schwert und nichts. So. Eigentlich sollten wir hier ebenerdig bleiben, hätte ich gesagt. Dann nehme ich nämlich ein bisschen Pflasterstein. Sieht schon besser aus. Und dann können wir uns hier jetzt sowohl ein Schwert craften. Und zwar nicht aus Holz, sondern eins aus Stein. Denn wir haben genug Pflasterstein dafür. Das ist dann ein bisschen robuster. Und die nächste Spitzhacke, die wir uns erstellen, machen wir auch aus Stein. Denn die hebt dann auch entsprechend länger. So, und dann können wir hier nämlich fröhlich weiter ausbauen. So sieht das Ganze dann aus. Und so haben wir uns eigentlich relativ simpel und relativ gut geschützt einen Unterschlupf gebaut. Hier bauen wir gleich noch ein Bettchen rein, aber ich mag es so ein bisschen ausgefallen. Ich habe da schon eine kleine Idee. Ich glaube, das wird gut aussehen. Einfach ein bisschen so die Kreativität zu steigern. So, hier haben wir jetzt zwei Blöcke links, zwei rechts. Genau, so von der Gesamtbreite her ist das schon mal okay. Jetzt bauen wir... So, hier so einen kleinen Gang nach oben. Ne, machen wir eins höher. Muss ich nochmal gucken, wie das nachher aussehen soll. Ja, das dann kommt weg. Ah, und wir hören auch schon den ersten Zombie. Ich hoffe, dass der draußen ist und sich nicht hier hinter einem Block versteckt. Was mich allerdings stark wundern würde. So, die Raumhöhe ja, heben wir um eins, einen Block. Nehme ich noch ein bisschen von der Decke weg. So. Wir sammeln alles schön ein, was wir hier liegen lassen haben. Reicht das schon? Ne, machen wir noch eins weiter. Hauen hier das Granit noch weg. Ist immer ganz gut, wenn man zu Anfang gleich mal sich so ein bisschen reingräbt in irgendeine Höhle. Dadurch hat man natürlich gleich mal
eine gewisse Anzahl an Pflastersteinen und so weiter, kann die dann gleich weiter verbauen und nutzen. Braucht man am Anfang sowieso, von dem her ist das mal okay. So, jetzt machen wir was? Jetzt machen wir Folgendes. Zum einen schauen wir nach unserem Fleisch. Das ist jetzt voll gekocht. Jetzt haben wir schon mal ein bisschen Vorrat. Vorräte schaffen ist ganz wichtig und auch immer ganz gut. Und da wir jetzt hier schon genug Pflasterstein eingesammelt haben, mache ich mir hier 4 Treppen. Aus dem Pflasterstein macht man sich natürlich Pflasterstein-Treppen und kann sich noch zusätzlich Pflasterstein-Mauer dazu machen. Das mache ich jetzt beides. So, jetzt müssen wir mal Ordnung bringen hier. Und zwar kommt quasi als allererstes mein Schwert, dann die Spitzhacke und dann die Schaufel. Genau, und da ich jetzt mit dem hier weiterbauen möchte, kommt jetzt hier eine Treppe hin, da eine Treppe hin. Hier machen wir Pflastersteinmauer hin. Dann haben wir so ein bisschen eine Abtrennung nach oben hin, so Masonettmäßig. Und was wir jetzt noch machen könnten, ist natürlich ein kleines Bettchen hochstellen. So können wir nämlich die Nacht überspringen. Da wir auch schon genug Wolle eingesammelt haben und noch Holz übrig haben, können wir uns hier ein Bettchen hinstellen und beleuchten das Ganze noch, damit hier nachher nicht noch irgendwelche Monster spawnen. So. Und vielleicht noch hier in die Ecke eins. Und dann ist mal Licht genug. So, jetzt sieht man zum einen nicht, dass da oben sich mein kleines Bettchen versteckt. Habe ich mich ein bisschen geschützt da oben. Und was ich jetzt mache, ich erstelle mir noch eine Axt. Ah, ich habe keine Stöcke mehr. Um Stöcke herzustellen, brauche ich wieder Bretter. Mache ich mir hier... Ah, nee, ich habe... Ah, Bretter habe ich genug, aber ich muss mir Stöcke machen. So rum war's, genau. So, und dann meine Steinaxt. So, und hier sieht man auch, was es für verschiedene Sorten gibt. Man fängt natürlich an mit Holz, essentiell, das allererste. Dann geht es weiter mit Stein. Später können wir uns noch eine Eisenaxt zum Beispiel machen, dann eine aus Diamant und eine aus Gold. Und obwohl die Reihenfolge hier, obwohl es hier mit Gold endet, ist es aber tatsächlich so, dass Diamant das robuste Material ist oder das robusteste. Also es hält auf jeden Fall am meisten aus. Und mit dieser Axt schlage ich hier die Werkbank nochmal weg. Und den Ofen schlage ich mir hier auch weg. So, dann droppt auch gleich unsere Kohle raus. Und jetzt mache ich mir, Folgendes. Ich setze mir den Ofen hier rein zum Beispiel und die Werkbank hier nebendran. So, die Kohle hauen wir wieder hier rein, damit wir die weiter benutzen können. Ja, und das hier sieht so ein bisschen, ja, so ungleich aus. Hier haben wir noch, was war das, Andesit oder sowas? Und hier normales Stein und hier wieder Granit. Das machen wir jetzt in schön. So, jetzt hole ich mir hier meinen Pflasterstein und setze das einmal drumrum. Das passt dann zum einen auch zur Stufe und zur Mauer oben. So, und hier oben haben wir unser kleines Bettchen, wie gesagt. Draußen ist es immer noch dunkel. Aber es wird, glaube ich, schon langsam hell. Oh, da hinten ist ein Creeper. Da müssen wir aufpassen. Wenn der uns zu nahe kommt, dann macht es kurz Boom. Aber ich versuch's mal. Ich schnapp mir mal mein Schwert. So, einmal. Zweimal. Dreimal und ich glaube ein viertes Mal brauchen wir noch. So, und das war's. Und der hat jetzt auch tatsächlich Schießpulver gedroppt. Genau, und da hinten ist gleich nochmal einer. Und ein Zombie. Also wir haben hier das volle Programm. Und die Spinne kommt auch schon auf uns zugerannt. So wie der Creeper auch. Ich gehe mal ein bisschen weg. Nicht, dass die hier unseren schönen Unterschlupf kaputt machen. Creeper aber haben auch die blöde Eigenschaft, dass sie nicht bei Tageslicht sterben. So wie die Zombies zum Beispiel, die gleich verbrennen, sobald sie mit Tageslicht in Berührung kommen. So, nochmal Schießpulver. Auch ganz gut. Mit Schießpulver können wir uns später TNT und solche Geschichten machen. So, dann killen wir uns noch die Kuh hier. Die gibt ein bisschen Leder. Und natürlich auch Fleisch, Rindfleisch. Lecker, lecker. Yum, yum. Schweine können wir auch um die Strecke bringen. Die droppen auch ein bisschen Fleisch. Hier war noch ein Schweinchen.
Hier haben wir Knochen und Pfeil. Da ist also ein Skelett verbrannt. Und die Spinne, die hängt hier oben fest. Die droppt Fäden. Also wir haben hier gleich schon mal ein großes Arsenal an Items. Und hier unseren Unterschlupf, ne? Wie erwähnt. So, das gleichen wir auch an. Machen wir zumindest mal so eine Art Rahmen drum. Aus Pflasterstein. So. Und damit wir das bei Nacht auch gleich erkennen, von außen, hauen wir uns hier zwei Fackeln dran. Dann ist der Eingang auch beleuchtet. Ist auch immer ganz empfehlenswert. So, Türe auf. Türen zu. Können wir uns nachher auch Druckplatten hinmachen, damit die automatisch auf und zu gehen. Und damit es hier ein bisschen symmetrisch aussieht, machen wir hier nochmal einen kleinen Ofen rein. So. Jetzt sieht das Ganze doch schon anders aus. So, Bettchen hier, wie gesagt. Das jetzt auch schon hell geworden ist, brauchen wir uns auch nicht mehr dran verstecken. Ach ja, Druckplatten wollte ich machen. Zwecks Türe auf und zu machen. Das befindet sich hier in den Mechanismen. Da haben wir hier, können wir uns aus Holz zwei Druckplatten machen. Und wenn wir die jetzt hier vorsetzen, blub, treten wir drauf und es löst das Öffnen der Türe aus und das Schließen. Wenn wir jetzt also drüber laufen und durchlaufen, schließen sich die Türen hinter uns wieder. Also ich erkläre das gerade für Leute, die im Prinzip noch nie Minecraft gespielt haben. Wird aber wahrscheinlich nicht nötig sein, weil ich glaube, solche Leute existieren nicht. Es gibt niemanden, der Minecraft nicht kennt, oder? Also, ja gut, ich kann eigentlich ganz ruhig sein, weil Minecraft ist ein Spiel, was eigentlich völlig an mir vorbeigegangen ist. Ich kenne das Spiel seit einem Jahr oder sowas. Also ich muss eigentlich, bin derjenige, der eigentlich sein Maul halten muss. So, hier haben wir nochmal einen Haufen Batzen Kohle. Den nehmen wir natürlich mit. Au, jetzt ist uns die Spitzhacke flöten gegangen. Egal, dann machen wir uns eine neue. Stein haben wir und Stöcke haben wir auch noch. Drüpp, drüpp, drüpp. Schnell in unseren Unterschlupf. Hier Türe auf, über die Druckplatte. Türe geht zu. Und dann machen wir uns gleich zwei oder drei von jeder Sorte. So von Schaufeln und Spitzhacke zumindest. Das, was man am Anfang am meisten braucht. Und eigentlich war meine Intention, hier ein bisschen einen Überblick zu bekommen, wo wir uns befinden, was es in der Umgebung noch so gibt. Wir müssen natürlich dann später auch noch auf Entdeckungstour gehen. Und wichtig ist mal ein bisschen Ressourcen zu sammeln, ein bisschen Vorräte zu schaffen, damit wir versorgt sind. So, und jetzt haben wir schon 12 Kohlestückchen. Das ist schon mal gut. So, und von hier oben haben wir so einen gewissen Ausblick. Also wir sehen viel Gebirge um uns herum. Einen kleinen Tümpel, einen kleinen Teich. Hier haben wir wieder Kohle. Das ist ja einwandfrei. Ich kenne das eigentlich gar nicht, dass die Kohle so einfach an der Oberfläche spawnt. Das ist natürlich super. Erspart uns die Sucherei in irgendwelchen Höhlen. Und da haben wir wieder Granit, verschiedene Bäume etc. pp. Alles klasse. Also fängt schon mal sehr, sehr gut an hier. Bin echt gespannt, was noch so für Neuheiten auf uns warten und uns erwarten. Und ich darf mich jetzt nur nicht verlieren, ne? Das ist jetzt so, wenn wir jetzt hier zu weit weglaufen und uns die Richtung nicht merken, dann kann es sein, wir kriegen nachher Schwierigkeiten, wenn wir wieder zurückfinden. Aber erstmal kein Problem, ne? Also hier ein bisschen Erde. Hauen wir uns hier mal weg vor der Tür. Machen einen schönen Treppeneingang. Die Bäume hier direkt vor unserer Haustür, die werden wir dann nachher auffällen, damit wir so ein bisschen einen Blick nach hinten bekommen. Wir erweitern unseren Horizont quasi, könnte man sagen. Einwandfrei. Also sieht schon mal sehr gut aus. Was wir jetzt noch machen, ich nehme die erste Reihe hier auch noch weg. Wenn
mit der Holzschaufel dauert das noch ziemlich lange. Die Steinschaufel ist da auch schon schneller. So, weg damit, weg damit. Oh, wir haben ein volles Inventar. Das heißt, wir sollten uns mal drum kümmern, hier ein bisschen Platz zu schaffen. Beziehungsweise Truhen zu erstellen, um den ganzen Krusch, sage ich mal, da abzulegen. Jetzt setzen wir uns hier ein bisschen Holz hin. Kommen somit wieder hier in unsere Wohnung rein. Und dann mache ich mir Eichenholztreppen. Und mal eine Truhe. Denn sonst wird es schwierig hier. Wie mache ich denn das jetzt? Jetzt werfen wir mal die Blöcke raus. Nein, eigentlich wollte ich... Oh, Mist. Eigentlich wollte ich nur die Truhe haben. Genau, so die Truhe setzen wir uns jetzt mal einfach provisorisch hier hin. Und da schmeißen wir jetzt alles rein, was wir nicht wirklich so brauchen. Ja, so die üblichen Verdächtigen halt. Das, was wir jetzt nicht brauchen, hauen wir da weg. Dann können wir zum Beispiel hier Kohle reinfeuern noch. Das macht dann 19 Stück. Davon nehmen wir circa die Hälfte und kloppen es in den anderen Ofen. Somit können wir jetzt nämlich hier in dem Ofen dieses Fleisch machen und in den anderen Ofen machen wir uns ein anderes Fleisch. Die arbeiten jetzt gleichzeitig, funktionieren also doppelt so schnell. So, das sammeln wir wieder ein. Machen uns hier einen kleinen Eingang, so mit zwei Treppchen. Zwei kleinen Treppchen und ich glaube, das mache ich jeweils noch auf jeder Seite um eins breiter. Sieht, glaube ich, ein bisschen besser aus. So, also wie gesagt, Minecraft, absolut zeitloses Spiel. Top gelöst. Und was ich auch sehr, sehr fair finde, muss, denke ich, aufpassen, was ich jetzt sage, aber was natürlich sehr, sehr fair ist, auch von den Produzenten des Spiels, dass sie dann immer sämtliche Updates kostenlos zur Verfügung stellen, obwohl sie dabei locker flockig irgendwelche kostenlose Inhalte oder sowas draus, nicht kostenlos, sondern eben kostenpflichtige Inhalte draus machen könnten, sodass man dafür nochmal Geld ausgeben müsste, aber nein, Mojang ist da relativ fair, das finde ich auch echt cool, also sehr, sehr kundenfreundlich, dass man dann im Prinzip für diese Updates nichts bezahlen muss. Ich habe mich auch gefragt, vielleicht bringen sie irgendwann Minecraft 2 oder sowas raus und nicht so Story-Mode-mäßig, dieses Telltale-Game-Zeug da, was mich nicht wirklich vom Hocker gerissen hat. Ja, also ich weiß nicht, wie es euch da geht. Wäre auch interessant zu wissen, aber ich finde, ist eigentlich schrecklich. Diese Geschichte hier mit Story-Mode, hast du nicht gesehen? Ganz schrecklich, finde ich. Finde ich gar nicht gut. So, hier haben wir uns jetzt noch ein bisschen Zaun hin. Und hier macht doch der Eingang schon gleich einen ganz, ganz anderen Eindruck. Und wenn wir hier reinkommen, können wir uns hier hoch verstecken, in unser Bettchen legen, kleine Schläfchen machen. Und dann hätte ich gesagt, machen wir mit der nächsten Folge bald weiter. Und zwar werden wir uns dann ein paar Ressourcen suchen. Ich würde mal schauen, ob ich irgendwo in der Nähe hier ein bisschen Wüste finde. Vielleicht finden wir sogar eine Pyramide. In der Pyramide verstecken sich oft dann Schätze wie Diamanten, Goldbarren, Eisenbarren und so weiter. Wir verbleiben aber bis dahin erstmal hier in unserer Hütte. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und mit mir mit auf Erkundungstour geht. Und was natürlich auch super wäre und was echt geil wäre und was echt klasse wäre, wenn ihr euch ein bisschen mit einbringen würdet. Also wenn irgendjemand einen Wunsch oder eine Anregung hat, irgendjemand sagt, hey, hast du nicht mal Lust, das und das zu machen? Immer her mit Vorschlägen oder sowas. Ich möchte da gern euch als Publikum gern mit einbringen. Und wenn ihr mir sagt, was ihr gerne hättet, dann werde ich da hundertprozentig drauf eingehen und werde das dann auch machen. Oder die ein oder anderen Sachen nochmal erklären, für die es vielleicht noch nicht wissen oder ja, für die tatsächlich noch neu sind, was ich mir nicht vorstellen kann, aber alles ist möglich. Und ich wäre natürlich Gott froh drüber, wenn ich da so ein bisschen Input von euch bekomme, wenn ihr mir sagt, mach mal das, mach mal jenes, probier mal das, dann werde ich mich danach richten und dann werden wir das auch machen, gar keine Frage. Und da hinten habe ich ein bisschen Kohle gesehen, die zwack ich mir gleich ab. Das ist nur der eine Block, tatsächlich. Ist ja komisch. Und ich versuche nochmal hier so ein bisschen Überblick zu bekommen. Ja, man sieht es auch schon, Leute. Es wird schon ein bisschen dunkel. Die Nacht bricht wieder herein. Und wir verschanzen uns in unsere Hütchen. Ich glaube, hier oben auf diesem Berg mache ich mir so ein kleines Leuchtsignalchen, so einen kleinen Turm bauen und da ein paar Fackeln dran. Dann sieht man das nämlich auch von weit weg. Dann können wir nämlich ein bisschen weiter weglaufen, ohne uns direkt zu verirren.
Und da hinten sehen wir schon, da leuchtet es auch schon. Das ist unser Eingang. Und hier die Baumgeschichten hier, die gehören wir ja auch weg. Holz brauchen wir sowieso immer. Ist immer gut, wenn man genug Holz hat. Holz vor der Hütte, ne? So klassisch nach dem Motto. So. Der Baum wäre schon mal erledigt. Den hier schnappen wir uns auch. Die sind zum Glück nicht allzu hoch. So muss ich den unteren Block nicht mal zwangshaft stehen lassen. Mache ich aber immer gerne, dass falls ein Baum zu hoch sein sollte, ich nachher nicht wegen einem Block nicht an den obersten rankomme. Das heißt, ich springe dann hier auf den Block, den ich stehen lassen habe. Aber ich glaube, der Baum wird sogar zu hoch sein. Ja, da komme ich jetzt gar nicht hoch. Und die Spitzhacke ist zu schlecht, um den Block zu verwischen. Da kümmern wir uns später drum. Haben wir ein bisschen Holz gesammelt. Gehen wieder rein in unser Hütchen. Sieht ein bisschen dunkel aus hier. Setzen wir uns hier am besten noch eine Fackel hin und hier noch eine. Und dann ist hier taghell hier drin, einwandfrei. Können wir beruhigt schlafen gehen. Leg mich ins Bettchen und esse davor noch eine Kleinigkeit. Am liebsten wäre mir noch ein Glas warme Milch, aber das gibt's hier nicht. So. Ah ja, wir könnten noch hier schnell unser Fleisch abchecken, bevor wir schlafen gehen. Das hätten wir. Und hier hätten wir auch ein bisschen Fleisch. Und dann können wir nämlich das übrig gebliebene Rindfleisch noch reinkloppen. Und solange das dann fertig kocht, lege ich mich schlafen. Und dann starten wir mit der nächsten Folge, wenn es wieder hell ist und wir uns wieder raustrauen können. Und ja, wie gesagt, ich würde mir wünschen, von euch ein bisschen Feedback zu bekommen. Wäre super, super klasse. Würde mich riesig freuen. Und ansonsten hoffe ich natürlich bis auf bald. Wir sehen uns dann bald wieder mit der zweiten Folge Minecraft Let's Play. Ja, ich hoffe einfach, dass natürlich auch die Geschichte mit Minecraft hier nicht zu breit getreten ist. Und es ist ja echt mehr als genug vorhanden, was Minecraft-Videos anbelangt. Aber ich finde immer wieder Gefallen dran und ich hoffe, euch geht es da genauso. Und verbleibt natürlich mit herzlichen Grüßen und wünsche euch alles, alles Gute. In der Vorweihnachtszeit natürlich frohe Weihnachten an alle, frohe besinnliche Festtage. Genießt die Zeit mit der Familie, mit Freunden und ja, wie gesagt, habt eine gute Zeit, bleibt gesund und bis bald. Ciao, Leute!